Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit dem Thorsten. Ja, erstmal fröhlichen Nikolaus oder was man auch immer sagt. Ich hoffe, ihr habt euch nett beschenken lassen heute. Also ich habe heute Sonnending hier gekriegt, aber den beiße ich heute Abend erst den Kopf ab. Das dauert also noch ein bisschen, aber es gibt natürlich was Cooles bei Clash of Clans zu kaufen. Ich hatte die Tage schon mal nachgefragt im Livestream, ob es denn auch wieder eine neue Weihnachtsszenerie gibt. Ja, es gibt eine neue Weihnachtsszenerie, allerdings sieht die auch sehr spooky aus, muss ich sagen. Aber ich finde die wirklich, 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 wirklich gut. Vor allen Dingen mit dem Kobold hier, der wohl auf irgendwas wartet. Also er hat schon mal ein paar Türchen aufgemacht hier. Ein paar konnte man ja jetzt auch schon öffnen. Ne? Bis heute 6 Stück, Leute, nicht dran oder dran denken. Nicht, dass ihr schon den 24. aufmacht. Es heißt immer, das bringt Pech, wenn man den Adventskalender gleich am ersten Tag komplett leert. Es gibt ja so, ne, so unter Brüdern oder so macht man das ja ganz gerne, ne, dass man dem Bruder schon mal alle Türen öffnet und der guckt abends und denkt, ach herrje, nee. Aber der Kobold hier denkt das nicht. Es gibt sogar gefüllte Schokolade und was ich besonders finde, muss ich sagen, endlich hat Supercell es mal geschafft, auch diesen hier so bisschen was einzuhauchen. Ich habe ja immer gemeckert, dass gerade das Schiff hier, das Luftschiff und auch die Schmiede so, die sind immer so dahin geklatscht, ne? Aber diesmal haben sie ein bisschen was vom Schnee mit abbekommen und dass die Schmiede hier blubbert hier in der schönen warmen, denke ich mal, warmen Schokolade, aber auch sonst sieht diese Szenerie richtig, richtig gut aus, also eine Lebkuchenszenerie. Und ich habe ja gestern schon gesagt, oder die Tage schon, die sehen ja so aus. Also wir haben die früher Stutenmänner genannt. Ich glaube, so heißt das heute auch noch. Ich hatte heute keinen Stutenmann drin, sondern einen Schokoladenweihnachtsmann. Aber hier ist auf jeden Fall alles mit dabei. Hier ist eine Blimp. Hier ist ein Mauerbrecher. Mauerbrecher heißt nicht Mauerbrecher, ne? Der heißt irgendwie anders. Ist auch egal. Mauervernichter, ne? Aber sonst Lebkuchen hier. Und das ist schon wieder ein bisschen gruselig. Das ist aber aus einer anderen Szenerie, kann das sein. Das ist schon wieder ein bisschen gruselig hier. Aber überall liegen hier so ein bisschen Geschenke, ein bisschen was Süßes. Und natürlich auch die, oder überhaupt wieder mal die Kerze. Die hatten wir schon in einer anderen Szenerie. Da gab es 2 Kerzen, die waren rund, kann ich mich dran erinnern. Die sollte ich eigentlich mal bei mir in die Startszene mit reinschneiden oder in meine Pausenszene mit reinbringen. Hier haben wir noch einen Nussknacker da oben und alles andere ist ja so ein bisschen so geblieben. Also der windige Händler hier hat immer noch kein schneebedecktes Haupt und auch der Kollege hier, der Kobold, hat auch keine so eine schöne Mütze, wie ich sie heute habe. Hier ist ein bisschen Geld, das ist auch kein Geld, sondern ihr kennt diese Taler, glaube ich, diese Schokoladentaler, die so ein bisschen härter und ein bisschen sämiger sind. Ne? Aber es ist echt eine schöne Szenerie, muss ich sagen, und auch wieder die 3D-Effekte, ihr seht das da oben an dieser Girlande, ist wieder absolut gelungen, kaufe ich. Würde ich sagen, kaufen wir, oder? Die kaufen wir. Ich schließe das mal eben ab, das schneide ich euch natürlich aus. Da ist sie raus aus dem Shop und jetzt rein in mein Inventar. Also sehr, sehr schick. Wir brauchen die auch gar nicht mehr angucken, sondern wir selekten die gleich. Und die sieht wirklich, wirklich gelungen aus. Also Daumen mal hoch auf jeden Fall hier für Supercell. Und wenn ihr in den Shop geht, vergesst nicht einen Creator dort oben einzugeben. Also hier nützliche Dinge wie Itzo, Noobs, MBF oder was auch immer. Andi, ja, ich weiß nicht, ob der schon einen hat. Aber ihr solltet euch auf jeden Fall für Clash for Nature immer die tägliche oder fast tägliche Portion hierfür umsonst abholen. Die Dinge stacken auch hier, das heißt also, die stapeln sich. Das ist wie als würdet ihr im Shop kaufen. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Und es gibt auch die Town Hall Challenge hier, die hatte ich mir schon angeschaut. Das ist eigentlich eine relativ normale Armee, ne? Das ist eine relativ normale Armee. Da befrage ich aber auch erstmal wieder den großen Meister, wie der das macht. Oder aber wir stoßen die mal an. Mal sehen, ob wir da irgendwie zurechtkommen. Machen wir mal von da.
ein bisschen rumgefannelt hier. Ein Magier dort. Und hier nehmen wir hier den Babydrachen. Schon mal zum Funneln. Ja, gar nicht mal schlecht. Habe ich noch nicht angespielt hier, Leute. Müsste ich noch machen. Allerdings, der Loot geht mir natürlich völlig flöten hier. Schade auch. 500.000 von beiden und 5.000 Dunkles ist natürlich auch nicht schlecht. Ist natürlich auch nicht schlecht. Nur müssen wir noch mal gucken, dass wir hier jetzt, dass der Flamefinger da noch ein bisschen was kaputt macht. Dass wir dann gleich hier reingehen können mit... Wo ist der jetzt eigentlich drauf? Ne, der ist da drauf, okay. Der ist da ein bisschen mit drauf. King mit rein, Queen mit rein. Oh, die gehen aber alle arg außen lang. Wir schicken alles hier rein. Okay, was war... Wir haben natürlich jetzt nur einen Sprungzauber, der reicht nicht ganz bis ins Rathaus. Okay, der reicht nicht ganz bis ins Rathaus. Der reicht nicht ganz bis ins Rathaus. Wir gucken mal, dass wir hier nochmal die Meute ein wenig... So, wir machen mal den Roy Champion, glaube ich, unsichtbar. Was ist hier mit unserer Queen? Eieieiei. Okay, schwieriges Unterfangen hier. Sehe ich gerade. Müssen wir hier nochmal den Wut setzen. Und, der war jetzt zu spät. Okay, der war ein bisschen zu spät. Schade auch. Rathaus stehen lassen. Okay. Sehr ärgerlich. Aber was haben wir dann eigentlich in der Dings drin? Ah, okay, da sind die Super Minions drin. Alles klar. Alles klar, aber gar nicht mal so schlecht. Ja, 77%, ein Stern, das geht eigentlich, ne? Achso, in Clash of Clans schneit es übrigens schon. Ich weiß nicht, ob ihr den An- und Ausschalter schon gefunden habt. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich habe euch das nämlich einfach nur so reingeschnitten hier. Beziehungsweise einfach so über die Szene gelegt. Ich kann es auch sofort aufhören lassen zu schneien. Aber ich finde es eigentlich cool. Cooler Effekt. Auch wenn es eigentlich gar nicht schneit bei Clash of Clans. Aber einmal im Jahr schneit es immer bei Clash of Clans. Den Schnee könnt ihr aber dann ausstellen. In den Einstellungen bin ich mal gespannt, wann sie es reinpatchen. Irgendwann Richtung... Wenn es ganz hart Richtung Weihnachten geht. Und das ist aber trotzdem jetzt echt eine knappe Sache hier. Ne? Da steht wirklich nicht mehr viel. Also ich denke mal, so kann man es machen, wenn man es ein bisschen besser macht. Und Play Again mache ich mal nicht. Return Home reicht mir. Aber dennoch sollte man die Fläschchen hier mitnehmen. Es gibt einen Bauarbeitertrank und 25 Gems. Hier unten auch nochmal einen Ressourcentrank. Einen Labortrank und 25 Gems. Du machst schon wieder 50 Gems. Hier beim Hammer. Hammer Gem, aber im Shop gibt es natürlich auch tolle Angebote. Ne? 5 Bilder Potions für 3,49 ist ein echt gutes Angebot. Also sind alle, eigentlich sind es im Moment alles gute Angebote. 1,19, 3,49, 6,99. Alles tolle Angebote, würde ich sagen. Irgendwie kribbelt es mich in den Fingern. Aber okay, ich habe jetzt erstmal hier einen Sack gehauen, beziehungsweise nicht einen Sack gehauen, sondern habe jetzt erstmal hier die Szenerie gekauft. Ich habe die 8 Sterne, danke, okay. Können wir durchtauschen, ja. Wir haben natürlich immer noch so ein bisschen Liga, und aber ich wollte euch auf jeden Fall, ja, wie gesagt, schönen Nikolaustag, und ich beschenke mich immer selber. Ich meine, wenn ihr Geschenke loswerden wollt bei mir, gerne, ja, das ist, ich nehme alles, aber ich beschenke mich eigentlich immer selber. Die meisten Sachen kaufe ich mir selber, und ich nehme ungern Geschenke an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie nur so eine dumme Eigenart von mir. Okay, wir haben erst einen Angriff gemacht, sehe ich gerade. Okay, lass mal gucken. Ein Angriff, einzig haben wir jetzt schon gewonnen gestern. In den anderen Clans läuft es wesentlich entspannter, kann ich euch sagen. Wesentlich entspannter. Aber dafür, ja, solltet ihr, wenn dann in den Livestreams kommen, da seht ihr auch sehr, sehr viele Angriffe. Wir machen abends dann fast immer was live in der Liga, weil das passt so von den Zeiten auch her ganz gut. Und heute auf jeden Fall wieder der Mid-Clash. Mid-Clash haben wir jetzt auch so ein bisschen wieder eingehalten. Also wir sind wieder so ein bisschen im Fluss drin. Und dementsprechend geht das hier natürlich harten Schützen. Wir haben heute den 6. Man munkelt das am 11.12. so 12.12., 16.12., keine Ahnung, das nächste Rathaus in den Startlöchern steht. Und wäre natürlich wirklich bombastisch, wenn das wirklich stimmt. Keine Frage.
aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und der Magma-Rock hier ist hier mit Drachen unterwegs. Schön gefahren, schade, den Adler nicht ganz wegbekommen. Den Adler nicht ganz wegbekommen und auch den Monolithen nicht. Aber mit der Blimp geht's hier rein. Die Mütze ist echt warm. Ich weiß gar nicht, wie ich die heute Abend 5 Stunden aufhalten kann, während ich live streame. Vielleicht erlösen mich ja die Zuschauer. Es gibt bei mir auch noch ein paar Goldpässe zu gewinnen. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich die zum Monatsanfang raushaue. Mache ich aber jetzt wahrscheinlich etwas anders. Und zwar zur Mitte des Monats, wenn Rathaus 16 startet, werde ich nochmal ein paar raushauen. Ich denke mal, für alle die, die dann noch keinen Pass haben, können halt dann einen Pass bei mir gewinnen. Und der geht euch nicht verloren oder so, auch wenn ihr den von Anfang des Monats nicht hattet. Wenn ihr euch den freischaltet, habt ihr direkt bis dahin, wo ihr quasi den Silberpass gespielt habt, habt ihr den Goldpass dann direkt freigemacht. Und habt dort alle Items, Verschlimmbesserungen, was es da halt so gibt. Und dementsprechend geht euch nichts verloren. Das kann man dann auch Hälfte des Monats machen. Gerade zum Start von Rathaus 16, denke ich mal, ist das eine coole Sache. Und das hilft euch auf jeden Fall, denke ich mal, auch ein bisschen weiter. Was mir auf jeden Fall nicht weiter geholfen hat, dass ihr mir gar nicht geantwortet habt, was mache ich mit meinen vielen Gold und Silber. Also ich nenne das mal Gold und Silber. Gold, Elixier und dunklem Elixier. Ich lasse das jetzt einfach so. Ich mache auch im Moment so gut wie keine Angriffe in der Legende. Und ihr seht selber, ich werde auch kaum angegriffen. Ja, das ist der Legendentag von gestern. Der Legendentag von davor sah fast genauso aus. Streng genommen müsste ich jetzt einen Angriff wenigstens machen, dass ich hier auf die Punkte komme. Aber da reicht mir dann ja auch ein Stern und so ein paar Pokelchen. Können wir eigentlich gerade mal machen. Warte mal, ich requeste mal eben mich selber. Und ich muss nur gerade mal gucken, was haben wir hier. Okay, wir haben hier einen Hybrid. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder so ein 13er finde oder so. Gerade wenn man ja so tief ist, dann findet man gerne mal kleinere Rathausstufen. Was natürlich ein bisschen doof ist. Allerdings kann ich das auch nicht nehmen. Hier gibt es auch nicht mal Gems für, wie als wenn man jetzt als wenn man jetzt hier im Pass sich die Rewards freigeschaltet hat. Und wie gesagt, ich muss einen Angriff muss ich machen pro Tag. Das reicht mir, diese 20. Auch wenn es hart abschneit, würde ich immer ganz gerne eher einen Stern machen. Ich muss mal gerade gucken. Mittlerweile kann ich, glaube ich, ganz gut mit der Queen umgehen hier. Auch wenn es mal darum geht, dass wir so ein bisschen näher am Geschehen sind hier, wenn es darauf ankommt, den Monolithen hier, ach, der ist immer so fürchterlich stark. Der Mono ist immer so fürchterlich stark. Jetzt ist er gleich weg, aber ich habe jetzt auch gleich doch einen habe ich noch, okay. Ich habe noch einen Fries über, okay. Aber wir kommen dann nicht ganz wirklich rein. Mal sehen. Dann muss es gleich der King machen oder so. Müssen wir wirklich mal schauen. Wenn ich hier jetzt hingehe, hier mit dem King weiterfanne. Boah, ist der stark. Der X-Bogen da auch noch. Mann, Mann, Mann. Clanburg. Na, das wird die Queen nicht schaffen, denke ich mal, ne? Ne, schafft die Queen nicht, okay. Das schafft die Queen nicht. Hier ist noch nichts aktiviert gerade. Jetzt ist das Rathaus aber aktiviert. Reicht das hier für meine zwei oder für meinen einen Stern? Das sollte eigentlich reichen. Ja, wir haben sogar schon 2 Sterne. Okay. Wir haben sogar schon 2 Sterne. Und viel mehr wird es aber nicht schuldig, dass ich gerade ein bisschen leiser bin oder geworden bin. Aber 3 will ich sowieso nicht holen. Aber ich ganz gut gerettet. Das ist so mein Niveau hier manchmal. Ja, ganz gut gerettet. Und beziehungsweise es geht sogar noch, Frau Pecker ist hier noch heftig in Heilung
und schafft aber jetzt den auch nicht mehr ganz. Da ist so ein bisschen viel Feuer drin, die ganzen X-Bögen, aber von dem Loot habe ich sowieso nichts, auch von dem Sternebonus erst recht nicht. Aber ich habe jetzt hier immerhin den einen Angriff gemacht und bin jetzt wieder bei, ich will eigentlich gar nicht mehr. Danke für die Aufnahme, bitte. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, denke ich mal, in den Livestreams. Also lasst euch heute ein bisschen beschenken oder beschenkt eure Liebsten. Wie gesagt, vielen lieben Dank an meinen Weihnachtsmann, der mich hier heute Morgen schon so schön beschenkt hat. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und würde sagen, ich freue mich noch viel mehr, wenn wir uns wiedersehen in Videos, in Livestreams etc. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin würde ich sagen, Daumen und Liken und so, das sage ich jetzt nicht mehr. Macht ihr sowieso. Und Kommentare schreibt ihr ja auch wie irre, ne? Nicht. Bis dahin, euer Toto. Nikolaus Grüße. Clashed.